are you coming to the tree? They strung up a man, they say he murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? The dead man called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. Are you? Ja, heute kommt das langersehnte Video, ja, die Gewinnverlosung. Wer sind denn die zwei Gewinner? Ich habe mir so schwer getan bei der Entscheidung. Es war wirklich, ich bin jetzt Tage da gesessen, habe mir die Projekte immer wieder angesehen, habe abgewogen, habe verglichen, habe auf mein Bauchgefühl gehört, geschaut, von der Technik her, vom Arbeiten her. Ich konnte mich fast nicht entscheiden. Also es war wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Und ja, ich glaube, ich mag das nie wieder. Und dass ich mich da selber entscheide für einen Gewinner, weil es wirklich mega, 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 mega schwer ist, sich zu entscheiden, wer dann zum Schluss eben gewinnen soll. Ja, mit dem zweiten tue ich mir dann leichter, das mache ich mit dem Gewinngenerator, aber ein Päckchen, habe ich ja gesagt, das entscheide ich wirklich frei nach mir. Und ich habe mir dann wirklich so, ich habe mich hingesetzt, habe mir alles angesehen, habe meine Favoriten dann gehabt und es war ein Stechen zwischen drei und habe mir dann wirklich diese drei genommen. Und Pinky hat mir dann geholfen bei der Entscheidung, ich gebe es zu. Ich habe mir meine drei Favoriten rausgepickt, habe jeweils dahinter ein Leckerli platziert und habe dann die
Pinky losgelassen und geschaut, wo sie als erstes hingeht und wen sie da als erstes rauszieht. Ja, und das war dann die Liebe. So, soll ich es jetzt schon sagen? Nee, ich laber noch ein bisschen mit euch. Und zwar, ja, es freut mich irrsinnig, dass so viele mitgemacht haben bei dem Contest. Das hat mich wirklich gefreut und so viele tolle, tolle Projekte und jedes Projekt war wirklich anders. Man konnte es gar nicht vergleichen, weil es alles unterschiedlich gab. Es gab ein Album, es gab eine Box, es gab Leinwände, es gab Pocketletter, es gab Perlenengel. Ja, so vieles drumherum, also wirklich total unterschiedliche, individuelle Projekte, die ihr da gemacht habt. Und wirklich eins ist schöner wie das andere. Da fällt das Entscheiden wirklich mega, mega, mega schwer. Das dürft ihr mir glauben. Aber ich habe schon einen Gewinner, wie gesagt, er steht jetzt schon fest. Ich habe mich entschieden, mit Hilfe von meiner Pinky. Ja, falls ihr nicht wisst, wer Pinky ist, ein Augenblick. Pinky, komm her. Schnell, komm her, Pinky. Pinky, komm her. Komm her. Na schnell, komm zum Freund. Ja, komm her. So. Und zwar, geholfen hat mir dieses kleine Teilchen. So, Pinky, bleib sitzen. So. Dieses kleine Teilchen hat sich den Gewinner ausgesucht. Pinky, du sitzt nicht im Licht. So, schieben wir mal. Pinky, schau mal her. Pinky. Ja, sie mag es nicht, am Tisch zu sitzen, aber die hat mir geholfen, die Entscheidung zu treffen, wer denn jetzt von euch mehr oder weniger den Zuschlag bekommt, sozusagen. Ja, Pinky hat den Gewinner gelost. Ja, und wer das sein darf, ich glaube, ihr habt es jetzt noch nicht gesehen, hier oben auf dem Tisch. Mach mal Platz. Komm. Ja, sie fühlt sich nicht wohl hier, weil die neue Matte so rutscht. Glaube ich ihr gleich. Und zwar habe ich euch die sogar unterschlagen bei meinem letzten Haul. Die war nämlich auch noch mit in dem Action-Paket von der lieben Steffi. Die ist vom Action, kostet gerade mal 1 Euro irgendwas, also um die 2 Euro. Also unter 2 Euro, so muss ich sagen. Die habe ich euch noch unterschlagen beim letzten Video. Ja, weil die andere war wirklich nur Schrott. Ja, ich weiß, das interessiert euch jetzt eigentlich überhaupt nicht, aber ich spanne euch gerne auf die Folter. Ja, und manche sagen ja, sie hätten es lieber, wenn ich mehr rede. Also, dann rede ich hier mal einfach, statt euch zu sagen, wer gewonnen hat. Oder? Seid ihr damit einverstanden? Ja? Falls nein, müsst ihr ganz laut schreien jetzt. Ich höre nichts. Also möchtet ihr weiter, dass ich rede? Okay, gut. Ja, wie geht's jetzt weiter? Das hat mir jetzt wirklich, der Contest hat mir irrsinnig gefallen. Diese Art zu gewinnen, beziehungsweise Gewinnspiele zu veranstalten. Aus dem einfachen Grund, weil ich da wirklich dann meine Abonnenten belohnen kann. Weil sie einfach was mitmachen und ich wirklich dann auch sehe, okay, es trifft wirklich die Richtigen. Es sind nicht irgendwelche Leute angelockt von irgendwo, die einfach nur bei einem Gewinnspiel mitmachen und einfach was kommentieren und dann eventuell der Falsche gewinnt, der überhaupt nichts normal auf meinem Kanal zu tun hat. Also werde ich dieses System beibehalten, aber wie gesagt, mit dem Entscheiden, ich glaube, das lasse ich lieber, sondern werde es jedes Mal verlosen mit einem Gewinngenerator oder wieder zwei. Ja, ich weiß es noch nicht, da bin ich mir noch unschlüssig, weil es war schwer, es hat Spaß gemacht, es war aber auch irrsinnig, irrsinnig schwer, sich da wirklich zu entscheiden, wer jetzt gewinnen soll. Ja. Der nächste Contest wird dann auch starten bei 333 Abonnenten. Ich habe jetzt schon fast wieder die 300. Also das letzte Mal, was ich jetzt raufgeschaut habe bei YouTube, waren es 296 Abonnenten. Also fast schon 300. Und ja, das nicht so knapp nacheinander, weil werden diese Gewinner noch nicht mal ihre Päckchen haben, könnte ich schon wieder das nächste Los starten. Deshalb werde ich da abwarten, bei 333 Abonnenten gibt es ein weiteres Gewinnspiel bzw. einen weiteren Contest.
Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Contest-Themenvorschläge unten in die Infobox reinpacken. Was würde euch Spaß machen? Was würde euch interessieren? Zu welchem Thema würdet ihr gerne was machen? Was fällt euch da alles ein? Vielleicht schreibt ihr mir das auch unten drunter in die Kommentare. Würde mich natürlich freuen. Und vielleicht wird sie dann ein Wunschthema von euch. Ich möchte es wirklich dann so behalten, dass ich jedes Mal bei einer runden Zahl immer Abonnenten-Specials mache oder so. Denn ich finde, das gehört einfach belohnt. Und ob ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Ü-Paket verschicke und jemandem eine Freude mache oder meinen Abonnenten eine Freude mache, bleibt sich für mich persönlich gleich. Ich habe einem anderen etwas Gutes getan und weiß, dass es an der richtigen Stelle ist und dass der Richtige dann bekommen hat. Also für mich sind da Gewinnspiele und Ü-Post relativ das Gleiche, würde ich jetzt mal sagen. Und da tut es mir dann auch wirklich nicht leid, dass ich die öfters veranstalte und mehr veranstalte. Denn ja, nur durch euch gibt es diesen Kanal, nur durch euch gibt es diese Gewinnspiele, nur durch euch gibt es die Contest-Beiträge. Denn hätte ich keine Zuseher, würde ich wahrscheinlich meinen Kanal dicht machen und keine Videos mehr machen. Weil da wäre ich ja fehlplatziert. Also der Kanal steht und lebt mit euch Zusehern. Und wieso dann nicht euch einfach eine Freude machen? Ja, und ich glaube, jetzt habe ich euch gute 8 Minuten auf die Folter gespannt. Und jetzt wollt ihr wissen, wer gewinnt, wer soll es werden? Soll ich es euch sagen? Ja oder nein? Was sagt ihr? Ja? Schreibt mal für ja. Ich höre nichts. Schreibt mal für nein. Ich höre nichts. Ihr seid eindeutig zu leise. Naja, dann mache ich einfach weiter und hol mir jetzt einfach das Gewinnerprojekt, was es mir angetan hat. Und zwar gewonnen hat die Box von der lieben Evelyn. Ja, ich und Pinky haben uns entschieden für die Explosionsbox von der lieben Evelyn. Die hat gewonnen für das Projekt, was mir zugesendet worden ist. Also der erste Gewinn geht an die liebe Evelyn. Ich hoffe, du freust dich, liebe Evelyn. Herzlichen Glückwunsch. Das erste Päckchen, wie gesagt, geht an dich, meine Liebe. Es war wirklich irrsinnig schwer. Ich habe, wie gesagt, ein Stechen gehabt zwischen drei Favoriten, wo ich mich einfach entscheiden wollte, wo ich gesagt habe, okay, das ist die engere Auswahl. Und da ist mir irrsinnig dann schwer gefallen, wer gewinnen soll. Aber Biggie hat mir dann geholfen mit der Unterstützung. Geht dann eben dieses an die liebe Evelyn mit der schönen Explosionsbox, mit dem herrlich schönen kleinen Phönix in der Mitte, der hier eingebettet schläft. Ich hoffe, ihr könnt ihr den sehen. Es ist wirklich ein tolles Projekt geworden. Und die Geschichte dann eben dazu. Und ja, und es riecht noch immer, liebe Evelyn, es duftet noch immer herrlich. Ich habe das ja schon beim Auspacken gesagt. Ich weiß nicht, mit was sie das... Na, mittlerweile weiß ich es, dass sie es eben wirklich angesprüht hat. Und es ist so ein Hammerduft. Und es duftelt noch immer. Es ist herrlich. Herrlich, wirklich herrlich. Ja, das ist die Gewinnerin Nummer 1. Ich hoffe, wie gesagt, du freust dich. Deine Adresse müsste ich haben. Ansonsten setze ich mich einfach in Verbindung mit dir auf Facebook. Und dann schauen wir weiter, dass du zu deinem Gewinn kommst. So, bei der zweiten Gewinnerin tue ich mir natürlich sehr, sehr leicht. Die lasse ich einfach ermitteln und da ist dann jeder dabei. Beziehungsweise jeder dabei war ja schon vorher. Jeder dabei. Wobei ich dann aber gesagt habe, die mir zusenden, haben natürlich den klaren Vorteil. Weil ich es mir schöner ansehen kann, mich schöner entscheiden kann, ist klar. Und bei dem zweiten ist einfach jeder, der mitgemacht hat, mit dabei. Und ich werde auch darauf achten, dass die Päckchen wirklich relativ gleich sein werden. Also, dass da keiner benachteiligt wird. Ja, dazu muss ich mir jetzt einfach meinen PC holen und mache das mit dem Generator. Und baue mir jetzt mal den PC hier an. Und wir hören uns dann gleich dran. Also, hier, PC.
So, meine Lieben, und jetzt seid ihr vor meinem PC. Ich habe jetzt auch das Licht abgedreht, dass man den Monitor schöner sehen kann. Wie ihr hier oben sehen könnt, habe ich jetzt die Liste angelegt mit den ganzen Teilnehmern, die mitgemacht haben. Es waren wirklich viele und das freut mich, dass wirklich so viele mitgemacht haben. Und diese Liste kopiere ich mir jetzt einfach. Und hier habe ich auch schon den Generator offen, den Gewinnspielausloser. Hier brauche ich jetzt nur in die Zeile euren Namen eintragen, einfach einfügen, schwuppidiwupp, steht ihr alle da in Reih und Glied. Die ganzen lieben Abonnenten, die mitgemacht haben. Ja, und jetzt mag ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern einfach dieses Knöpfchen hier unten drücken mit dem Auslosen und dann steht der Gewinner hier in der Zeile fest. Also, seid ihr genauso gespannt wie ich? Ja? Ja, dann Trommelwirbel und auslosen. Yeah, die liebe Bärbel hat gewonnen. Juhu, freut mich. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Bärbel. Es freut mich sehr, dass du gewonnen hast. Ich hoffe, du freust dich auch. Und wie gesagt, deine Adresse müsste ich eigentlich auch schon haben. Und du hast mir dein Projekt ja auch zugesendet und auch von früher müsste ich deine Adresse noch rumliegen haben. Ansonsten melde ich mich auf Facebook und dich erwartet das nächste Päckchen. Und das war ja dein Projekt. Hier das Bild, das wirklich individuelle und das war auch eins von den drei Favoriten, wo ich mich entscheiden können habe, beziehungsweise Pinky. Und es war ja richtig individuell, weil du hier auch mein Bild wirklich verwendet hast von Facebook und mich damit in dieses Bild integriert hast. Und ja, die unschlagbare Karte, die eigentlich für sich schon ein eigenes Projekt ist und doppelt zählen würde. Also richtig, richtig, richtig schön. Und das freut mich, dass ich hier jetzt eben meine zwei Gewinner habe. Die schöne Box von der Evelyn und das Projekt von der lieben Bärbel. Ja, liebe Leute, es hat mir wirklich irrsinnig Spaß gemacht und vielen, vielen, vielen Dank, dass so viele von euch mitgemacht haben, kommentiert haben und sich auch mal getraut haben. Bei der Bärbel weiß ich zum Beispiel, dass es eigentlich gar nicht ihr Thema war, sie sich aber trotzdem super getraut hat, etwas zu machen und dann eben diese zwei schönen Sachen hier draus gemacht hat. Ja, und das soll ja auch sein. Es soll ja eine Challenge sein, es soll ja eine Herausforderung sein. Und da macht es mir dann irrsinnig Spaß, die Projekte zu begutachten, zu schauen, was ihr so Schönes immer zaubert. Und ja, habt vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr meine Videos so fleißig schaut und immer wieder teilt, was ich auch schon bemerkt habe, dass es da viele gibt, die was einfach die Videos teilen auf Facebook. Das freut mich irrsinnig. Ja, Daumen hoch, Abos und so weiter und so fort. Ja, ihr macht mich einfach happy. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, meine Lieben, wie gesagt, bis zum nächsten Gewinnspiel, da startet dann mit den 333 Abonnenten und schreibt mir unten in die Kommentare, was für Themen euch interessieren würden. Und an meine zwei Gewinner nochmal herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ihr habt es wirklich verdient, es sind wirklich schöne Projekte, die anderen waren genauso toll, aber gewinnen kann nur einer bzw. zwei in diesem Fall. Ja, es ist einfach herrlich, ja, es ist einfach herrlich, herrlich, ich freue mich so und ich hoffe, ihr freut euch ebenso. Ich habe mir wirklich, wirklich schwer getan. Bin jetzt auch hellfroh, dass es jetzt vorbei ist, dass die Entscheidung getroffen wurde. Und ja, freue mich aufs nächste Mal. Und somit wünsche ich euch jetzt auch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!